So, hier habe ich noch zwei Motoren, die auch als Weihnachtsangebot zu kaufen sind. Hier haben wir einmal einen 1.8T 2 Liter, wieder mit dem Pleuelkolben. Das ist eine TFSI-Kurbelwelle drin. Die ist nitriert, gewuchtet. Und bei dem Motor haben wir noch Stahlböcke verbaut. Das ist eben unsere Plus-Version. Nicht nur, dass da beschichtete Pleuellager drin sind und andere Hauptlager, sondern auch, dass wir hier die Stahlböcke haben. Ich bin mir sicher, dass man bis 700 PS damit keine Probleme bekommt mit so welchen Hauptlagerböcken. Ja, der Motor ist im Normalpreis, kostet um die 8.000 Euro. Jetzt einmalig 6.000 Euro ohne Austausch. Also für 6.000 Euro kann man den Motor, so wie er ist, mitnehmen. Dann haben wir noch einen Motor, einen TFSI Plus Motor. Mit unseren Schmiedekolben und Pleuelstangen. Fast das gleiche wie dort, nur dass der Motor keine Stahlböcke hat, sondern normale Böcke. Im TFSI, da würde ich auch mal sagen, so viel Leistung gibt es noch nicht, so viele, die das fahren wollen. Den Motor haben wir schon umgerüstet auf 1.8T Ölpumpe. Dafür muss man nur ein Gewinde setzen, hier ein Gewinde setzen. Dann ist auf der TFSI Kurbelwelle, kommt dann das 1.8T Kettenblatt drauf und schon kann man die 1.8T Ölpumpe verwenden. Die Schwallsperre kann man noch nehmen vom 1.8T, dann muss man nur von der Ölwanne, der Ölstandsensor passt mit der Schwallsperre nicht, da muss man die Schwallsperre einmal das Kunststoff ausbohren, dass das passt, dann kriegt man das dort auch hin. Ja, zusätzlich, ganz wichtig bei den Motoren, dieser Motor hat keinen Ölregelventil. Das Ölregelventil vom TFSI ist in dem Ausgleichswellenpaket mit drin, weil das ja wegfällt, haben wir die 1.8T Ölpumpe und dann braucht man ein Regelventil. Dafür gibt es diesen Flansch, Teilenummern und so weiter kann ich liefern. Diesen Flansch, der hat hier wieder drin das Ölregelventil. Es kommt noch hier ein Wärmetauscher drauf, der fast gleich ist zu dem Original TFSI. Also der Anschluss wird wohl zur gleichen Seite sein. So kann man das einmal umrüsten. Einzige, was man wieder basteln muss, klein bisschen basteln muss, ist dann hier von der Motorentlüftung. Das muss anders gemacht werden. Ja, dieser Motor ist auch, man kann sich aussuchen, wie man möchte. Wer sagt, nee, das ist mir zu viel Aufwand, dem packen wir wieder das originale TFSI Kettenrad drauf. Der kann das Ganze mal mit der TFSI Ausgleichswellen Ölpumpenpaket fahren. Wer es so möchte, kann es so haben. Ist jetzt für Weihnachten für 5.000 Euro drin. Also wer den Block so haben möchte, 5.000 Euro, so kriegt man den. Ohne aber die Ölpumpe und den Flansch. Da liefere ich nur Teilnummern, das sind originale VW-Teile.